verstehen wir, was Spaß ist in der Sunna. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Spaß gemacht. Es heißt in der Überlieferung bei At-Tirmidhi, atad'ajuzun faqalat. Es kam eine alte Frau und sie sagte, Ya Rasulallah, ud'u'llah an yudkhilani al-Jannah. O Gesandter Allahs, bitte Allah darum, dass er mich das Paradies betreten lässt. Bitte Allah darum, dass er mich das Paradies betreten lässt. Faqala, ya umma fulan, er sagte, o Mutter von so und so, innal janna la tadukhuluha ajuz. Das Paradies wird niemals von einer alten Frau betreten. Was denkt ihr, wie war das Verhalten der Frau? Fawallat tabki, so ging sie und hat bitterlich geweint. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Akhbiruha annaha la tadukhuluha wa hiya ajuz. Benachrichtigt diese alte Frau, sie wird als junge Frau in das Paradies hereingehen und nicht als alte Frau. Schaut mal, was Spaß ist, aber das ist ernst. Er hat nicht gelogen, alaihi salatu wasalam. Wie viele von uns machen heute Spaß und sie lügen dabei? Und es gibt eine strenge Warnung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, wail, wail, wail bedeutet wehe. Und das ist mit einer Strafe verbunden, dass wenn wir beim Spaßen nur lügen, beim Spaßen lügen, um wen zum Lachen zu bringen? Diejenigen, die mit uns sind. Das ist übel, liebe Geschwister. Diese Überlieferung ist bei At-Tirmidhi und Sheikh Al-Albani, rahimullah ta'ala, hat sie in As-Sahiha als Sahih klassifiziert.